Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer neuen Episode YouTuber und Friends, habe ich das ja genannt. Und heute habe ich hier den Vasilis dabei, der auch einen YouTube-Kanal hat. Damit ich das nicht vergesse, sage ich es direkt am Anfang schon mal. Verlinke ich euch auch unten. Und der wird das Ganze auch aufnehmen und bei sich auf dem Kanal hochladen. Also wer es aus seiner Perspektive sehen will, kann das sehr, sehr gerne tun. Genau, und dasselbe gilt natürlich auch bei mir, ne? Die bei mir gucken, können natürlich auch beim guten Lean gucken gehen. Auch da werde ich den Link unten reinschmeißen. Super. Ja, dann, wenn du möchtest, dann fordere mich doch einfach mal heraus zu einem Modus deiner Wahl. Ja, dann machen wir das. Und sehr schön. Ja. Ach komm, weißt du, schön ist, nehme ich hier den hier mal. Ich bin Ja. gespannt. Ja, wir spielen ja nur aus Spaß. Es geht ja nicht darum zu gucken, wer gewinnt oder was. Genau. Nur Das ist just ja for nicht fun. unser Anstreben. Richtig. Ich bin ja bekannt dafür, dass die Decks, die ich baue, Verlierer katastrophal gegen sind. Nurgle! Ohne Sinn und Verstand. Seid Das ist bei auf mir nicht der anders. Hut. Also von daher könnte es eine lustige Runde werden. Ja. Ich werde ja des Öfteren geflamed, dass die Texte vorher nicht so gut sind. Gut, bei mir sind zum Glück, wahrscheinlich habe ich ein bisschen weniger Kommentare oder die trauen sich gar nicht, das zu schreiben, ich weiß es nicht. Es Ja. hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Ja, bei mir hält sich's auch in Grenzen. Das war jetzt ein bisschen. Direkt Das zu Anfang an Lustige schon mal. ist ja, ich lasse mich auch sehr gerne von deinen Decks inspirieren. Ah. Ist mir schon öfters aufgefallen, dass ich bei dir so gesehen habe, das ist eine interessante Idee, das könnte man vielleicht was machen und ja, so passiert dann was. Ja, das ist ja cool. Aber so Oh. in letzter Zeit bin Los ich geht's. nicht mehr so der Kreativste. Da momentan so einen kleinen Hänger, aber in Ja, der es geht mir aber Winterzeit. ähnlich. Es geht mir sehr ähnlich. In letzter Zeit habe ich irgendwie auch nicht mehr so die Ideen. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Oder fast bei allen Klassen sind es dann irgendwie ziemlich ähnliche Decks. Ja. Meins! Alles Ich ahne, was es hier auf sich Es hat. war sehr schwer zu erraten. Ja, irgendwie, ja. Ich trage die Kraft der Pechschwingen in mir. Schauen wir mal, ob ich so lange überlebe. Die Erdenmutter ist nah.
Ja, ich bin ja gezwungen, irgendwie Druck zu machen. Ja, das ist richtig. Für die Ehre. Ja, das war gut. Trage die Kraft leider. Ah, ich habe sogar ein Missplay drin, ne? Leider. Los. Ja, aber war eigentlich ganz gut. Und schlecht für mich. Okay. Den hier hätte ich spielen sollen. Den hätte ich spielen müssen. Vorher auf den. Heute Abend eine Geschichte schandhafter Schrecken. Oha. Da hätte Besseres kommen können. Ja, durchaus. Aber ich kenne das zu gut aus meinen Decks. Es kommt immer das, was man nicht will. Oder vielen sehr selten, Dank. Was gut ist. Ich will Alopora. Ja, da ist einiges auf dem Feld. Mit dem nächsten Zauber bin ich finito, ne? Also ich kann ich kann dir ja sagen, ich habe keinen einzigen Zauber auf der Hand. Leider. Das ist schon mal etwas, aber ob mich das retten wird? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Zauber die im Deck Show habe. Geht weiter. Ich will Alopora. Vorsicht! Los geht's! Dieses Dokument sieht rechtsverbindlich Vorsicht. Aus. Vorsicht! Moment! Oh! Ich muss mich bald entscheiden. Oha! Ja. Die Show geht weiter. Los geht's. Ich lebe noch. Ich kann ja jetzt was Lustiges machen. Ja, warum eigentlich nicht? Ist zwar schade, weil ich den anderen auch auf der Hand habe, aber... Ah, lol! Oha! Ja, das war ziemlich schlecht. Los geht's. Ich hätte mir den in der Tat gerne nochmal auf die Hand zurückgeholt.
Vor den komplett auslöscht. Macht durch. Ja, ich dachte hier für die Aufnahme mache ich das mal. Weil es hätte ja durchaus noch bessere Karten auf der Hand gehabt. Ich hab's mir schon fast gedacht. Weil jetzt wird's natürlich sehr schwer überhaupt wieder reinzukommen. Das war. Aber du hättest mich ruhig vernichten können. Ach, egal. Ich hätte dir nicht übel genommen. Los geht's. Soll ja zum Zuschauen interessant sein. Los geht's. Gut gespielt. Oh. Ah, toll. Mit dem hatte ich ja auch mal so ein Fail. Es war einmal. Oha. Ja, das war's. Gut gespielt. Los geht's. Das ist kein gültiges Ziel. Oh. Ja, was soll ich sagen? Schöne Runde auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, was in dem Deck hier drin ist, aber ich nehme es einfach mal. Ja, was nehme ich denn? Ja, warum? Ja. Doch, egal. Ich nehme einfach eins. Ja, ich weiß wirklich nicht, was in dem, was ich gewählt habe, drin ist. Hoffe, ja, das Problem ist, ich habe im Moment fast nur solche Decks wie das gerade eben. Deswegen musste ich jetzt gucken, ja, was ist nicht dasselbe Prinzip? Wissen ist Macht. Ah, ist bei mir leider auch im Moment so. Aber das sieht schon so aus, als wäre das hier ein bisschen was anderes. Grüße. Grüße, Sucher der Wahrheit. Bei dir ist vor allem, du hast ja vorhin Schurken gespielt und da habe ich immer so gleich das Gefühl, da kommt ein Mildeck. Ja. Hast du, glaube ich, schon lange nicht mehr gespielt, oder? Ja, stimmt, habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Ja, das Problem ist einfach, dass man damit zu oft auf die Nase kriegt. Das war's. Das stimmt, ja. Und das ist ziemlich schwierig zu spielen. Also vor allem aktuell. Gegen sämtliche Agro-Decks verlierst du, weil die Gegner sich freuen, wenn sie Karten ziehen. Ja. Kenn ich. Und selbst die Control-Decks haben ja eigentlich genug. Meine Augen sind offen. Ja, das Problem ist, es gibt ja irgendwie, also besonders in den ersten Rängen gibt es ja mehr oder weniger praktisch nur Agro-Decks. Naja. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber okay. Na gut. Was ist das hier für ein Deck? Nicht erinnern, ein Deck mit Lichtbrut gebaut zu haben in den letzten Wochen oder Monaten. Ja, also ich kann mich auch nicht erinnern, das bei dir gesehen zu haben. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Dem gehen wir am Ende der Episode auf den Grund. Ja. Ich habe genau das,
was ihr braucht. Aber ein Golden. Schön. Das Dingo! Okay. Kann man machen. Katka, wo gab's den nochmal für? Ich glaube, du musstest in WoW Level 15 werden oder sowas? Ich glaube ja, oder 20 sogar. Ja, kann sein, ja. Ein Schäfchen. Na komm. Nee. Hätte auch das Schäfchen noch wegkommen können. Ah, das war. Das war zumindest der Plan. Du magst okay. Meine Karten. Ja, nette Kombo. Hast du dir schöne Karten ausgesucht? Richtig. Sanitäter! Okay. Wir haben viele Geheimnisse. Geht so. Nicht so gerne mit Feuer spielen. Ihr wollt ein Zauber wirken? Das will ich auch. Hui. Naja, halt nicht so viele Karten auf der Hand. Das ist wahr. Lasst mich eure Meinung ändern. Ist auf jeden Fall ein Priester, der gerne Karten klaut. Ja. Okay, was tun wir? Ach komm, machen wir Sachen. Oha. Da ist sie zurück. Ja, super. Boah. Alter. Vorzeit verfliegt. Ach du Scheiße. Das sind ein bisschen viele Karten. Ja. Alter. Deine Hand ist voll und drei Geheimnisse. Und du hast Bord gespielt. Ja, krass. Das Dingo! Ja! Meine Hand ist zu voll. Ja.
Spaghetti dabei. Ihr braucht meine Hilfe. Aha. Boah, jetzt geht's aber aha los. Wollt ihr einen Zauber wirken? Das will ich auch. Aber du könntest natürlich etwas auf der Hand haben. Ja. So von wegen klauen. Das wäre natürlich das Geilste, aber leider nicht. Dafür habe ich was anderes Schönes. Okay. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Das war jetzt meine nächste Vermutung. Oha. Oh, das war gar nicht so geplant. Er steht immer noch da. Oh, das stimmt. Das ist jetzt ein bisschen doof. Kann passieren. Ja gut, dann müssen wir auch noch in den Vulkan schmeißen. So. Ja, aber stimmt, macht Sinn. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Oha. Okay. Okay. Ich diene dem Feuerfürsten. Oh. Dankeschön. Das wäre gut gelaufen. Passiert das nie, ne? Nicht jeder, der wandert. Oha. Also wenn klauen, dann das Richtige, ne? Ja, richtig. Der Kollege kommt ein bisschen spät hier. Jo. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Gut gespielt. Richtig. Gut gespielt. Was ein Missplay mit der Holy Nose. Der war echt, ja. Der war echt krass. Ich dachte so, ja, jetzt ist alles weg und dann steht der noch so, hä? Was macht denn der noch da? Ja, vor allem habe ich meine beiden Dudes selber geklärt. Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich die 3-1er Schattenpriesterin oder wie die heißt, vorher noch reintraden, aber ich habe das irgendwie komplett im Eifer des Gefechts. Okay, ich glaube, ich nehme jetzt auch noch Priester. Ja, bitte. Die Frage ist, welcher? Ich habe ja ein paar. Ich denke, nee, ich nehme lieber den, wo ich nicht weiß, ob er funktioniert. Es wird mal wieder Zeit, dass ich neue Decks baue hier. Ja, müsste ich auch. Malfurion gegen Tyrande. Malfurion, Liebste. Meine geliebte Tyrande. Ja, die dürften ja eigentlich nicht gegeneinander spielen. Die mögen sich ja. Hm.
Finde ich auch schön, dass sie das eingebaut haben. Ja, so genau bin ich mit der Geschichte nicht befasst, muss ich ehrlich sagen, bewandert. Ja, muss man ja auch nicht. Sind die denn in der WoW-Geschichte ein Pärchen? Oder? Ich glaube ja. Aber auch nicht in deinem Bildchen, aber ich habe es einfach mitbekommen, dass sie das eingebaut haben und anscheinend da tatsächlich eine Verbindung besteht. Willkommen in der Ausstellung! Aha. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Komisch, sobald der aufs Feld kommt, habe ich irgendwie so eine leise Ahnung, was es sein könnte. Woran das wohl liegt? Meine Echos sind ewig. Ja, böse. Aber auch nicht schlecht. Für keine Karte gezogen. Aus meiner Sicht. Ja. Ja, was machen wir da? Da gibt's nicht viele Möglichkeiten gerade. Was tun? Es könnte vielleicht sogar wieder ein Déjà-vu geben. Ja, vielleicht. Nur ein klein wenig Sekret. Oha. Hui. Ja, mal schauen, ob du noch mehr so Sachen hast. Die Erdenmutter ist da. Ja. Uns gerichtet. Okay. Oh, ich muss gerade lachen. Falls du das Video dann auch irgendwann noch guckst, weißt natürlich. Du auch warum. Wir dürfen nach Hause. Ja, okay. Ich frag mich gerade, woher der Franken kommt. Ach so, von flüchtigen Fäden. Ja. Willkommen in der Ausstellung! Nett! Banzai!
Es geht auf Runde 10. Also Mana. Oh, das ist besser. Das war, ist auf jeden Fall besser als das letzte. Auf jeden Fall. Gut, viel schlechter konnte es ja auch nicht mehr werden. Das ist wahr. So. Oha. Ja, ist eine nette Karte. Die Show geht weiter. Die Show geht weiter. Was wir Ja. Was? Okay, wenn ich den töte, ist ja dein Zeug auch alles weg. Das ist richtig. Aber dann kommt wahrscheinlich ein hinterher. Ich brauche ja auch wieder Platz, ne? Ja, genau. Genau das habe ich mir gedacht. Was tun? Okay, dann machen wir doch mal. Oha! Oha. Tja. Ach komm, weil es so lustig ist. Ja, okay. Ich glaube, es wird gleich noch lustiger. Okay, wie machen wir's? Einfach weil es Spaß macht. Oha. Die Wahrheit ist mein Schild. Das Licht beschützt mich. Das gefällt mir nicht. Ah, da habe ich nie so drüber nachgedacht. Oh, das war doof. Andersrum wäre besser gewesen. Ja. Ist mir auch gerade dezent aufgefallen. Ah, ich habe mich in der Episode auch schon blamiert. Ich kämpfe. Die Wahrheit ist mein Schild. Oh. Ich glaube, der wird dir das auch nicht retten. Thank you.
Ja, tschüss. Ich hab die ganze Zeit gehofft. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh. Für die Wildnis. Ja, das wird sehr schwierig, das noch irgendwie hinzureißen. Gut gemacht. Gut gespielt. Ja, Todesschwinge war lustig, aber hat mich zwei Spiele gekostet. Ja. Ja. Aber lustig war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Können wir gerne nochmal wiederholen. Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, die Links sind in der Beschreibung und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.